Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Warum guten Abend? Ah, es ist abends, oder? Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in der Heimatstadt Wien im 10. Bezirk Reumannplatz. Wir werden heute speziell einen sehr, sehr speziellen Döner zusammen probieren. Den günstigsten Döner in Wien testen. So sieht's aus, Ladies and Gentlemen. Es ist viel los, man hat das Gefühl, ich bin in Istanbul. Die nächsten zwei Videos werden aus Istanbul kommen. Deswegen alle, die noch nicht auf Twitch reingefolgt sind, jetzt ist das Video wahrscheinlich gerade online gegangen. Wir befinden uns genau jetzt in Istanbul. Das heißt, ihr könntet den ersten Stream heute direkt mitschauen. Was war das für ein langes Intro, Bruder? Ja, Bruder. Ich habe fast ganze Geschichte erzählt. Soll ich nochmal machen? Nein, nein, alles gut. Ja, nein, nur dein Arm hat schon wehgetan. Ja, damn. Bleiben wir auf der Seite, Sonne. Damn, damn, damn. Ah, ich liebe es hier. Ist nicht der schönste Bezirk, aber er hat was. Er hat was. So, wir werden uns darum kümmern, auf jeden Fall, dass wir keinen Delay mehr haben im Stream. Hallo, liebe Lara. Ich habe noch eine letzte Frage. Zehnte ist auf jeden Fall, was dieses ganze Essen und so angeht, gibt es keinen besseren, gell? Nein, nein, nein. Gibt keinen das besseren. Das ist auch, immer wenn irgendwas Neues aufgemacht wird, was in diese orientalische Richtung geht, ja. Türkisch, Kurdisch, Arabisch, es ist immer im 10. Bezirk. Okay, okay, okay. Aber der zweite entwickelt sich auch mit der Zeit langsam weiter. Da geht schon ein bisschen safe, was. Safe, safe. Da geht schon ein bisschen was. Oh, der Chat weiß schon Bescheid, wo wir hingehen, oder was? Garen. Müssen wir durch. Polizei ist auch in Ordnung machen. Ja, das ist Polizei. Garen. Park-Sheriff. Park-Sheriff? Ja. Wow, Wien ist wunderschön. Wien ist warm heute. Ich habe eine Lederjacke an. Ich merke, es ist ein bisschen zu warm. Ja, Bro. So Hoodie hat gereicht. Alle heute auch auf fresh gekleidet? Ja, Bro. Ganz. Wir sind heute beide einfach auf schwarz. Heute ja, ja. Türsteher. Wegen 10. Bezirk. Ja, Mann. Ich wollte ein bisschen Eindruck machen heute. Dass wir... Wir haben kurdischen Rücken. Uns kann nichts passieren. Wenn ich aufstehe, würde 1000 Kurden stehen. Chat, ich will mal Preisvorschläge, was ihr sagt, wie viel dieser Döner kostet. Was denkt ihr, kostet dieser Döner? Ich weiß es nicht. Ich schaue jetzt mal. Ich schaue, dass ihr auf jeden Fall nichts mitbekommt, wie viel der kostet. Nichts sagen, Alan. Weißt du, wie viel? Kennst du den Preis? Ich weiß den Preis, ja. Okay. Sag mal ganz leise. Nein. Laber nicht. Ja, ja, ja. Bruder, warte mal kurz. Was? Ja, ja, ja. Ey, jetzt, wenn jemand Bock hat, komm, ich gebe aus. Der Preis steht eh nicht hier draußen. Ey, Preisvorschläge will ich im Chat sehen. Preisvorschläge, Chat. Und das gehört dazu, oder was? Hier kann ja, man essen? 6,50 Euro, 3,90, 3,50, 3, ich weiß es, aber will nichts sagen. Dennis weiß Bescheid, würde ich sagen. Also 6,50 Euro ist weit entfernt, Ladies and Gentlemen. Eine Person, Bloody, hat es getroffen mit 3,90 Euro, Chat. Wir befinden uns vor Fedis. Fedis heißt der. Wir befinden uns vor Fedis Döner. Das ist der günstigste Döner der Stadt. Das ist 100%, oder? Es gibt schon so Stände, wo... Also jeder, der mal im 10. war, weiß, was ich meine. Diese 2,50 Euro Döner mit Getränk. Aber das kannst du da nicht mit in das Ranking reinnehmen. Das sind so Stände einfach. Weißt du, was ich meine? Yeah. Aber wenn du jetzt sagst, Döner, ganz normaler Döner, wie hier, Restaurant, du setzt dich hin, du kannst sitzen, alles, ist das der günstigste, mit Abstand der günstigste. Okay. Und den Döner kann man aber auch essen, oder? Safe, der ist gut, Bro. Die Jungs haben 12 Soßen. Ah, das ist so Berlin-Style? Ja, ja, der ist auch noch Berlin-Style. Ist Hühnerfleisch? Ja. Ja, Hühnerfleisch kostet 3,90 und wenn du kalt nimmst, 4,90. Ist auch noch gut. Alles gut, Bruder? Servus. Freut mich, Randy. Freut mich, Randy. Hey, wie ist dieser Döner? Darf man euch filmen? Darf man euch zeigen? Warte schon mal. Wie ist der? Der ist ruhig. Nein. Ist nein, gut? Der ist super, der ist super. Ja? Ja. Also mit einer deiner liebsten Döner, oder was? Nein. Damn! Wir haben Krokoboss im Chat. Ich habe den schon vorher gesehen. Liebe Grüße, Krokoboss. Falls ihr Bock habt, Chat, ich weiß nicht, dass ich mal mit Krokoboss ein IRL-Stream mache. Dann W's in der Shutter. 12 Soßen, aber Quatsch. 3 Soßen müssen es sein. Kräuter, Knoblauch und scharf. Okay. Was müsste man noch so im 10. probieren? Chat, sagt mal, schreibt mal hier rein. Was muss ich im 10. noch alles so probieren? Wir werden auf jeden Fall ab jetzt öfters IRL-Streams machen, in denen wir einfach dann hingehen, wo ihr vielleicht sagt. In Istanbul. In Istanbul werdet ihr auch mitentscheiden können. Ich will einen Stream machen, wo ihr entscheidet, was ich mache, und den anderen gehen wir auf den Bazar. Ich sehe den Spieß schon, Ladies and Gentlemen. Ihr habt ja gesehen im Döner-Video, falls die Leute dies noch nicht gesehen haben, Randy kann Döner schneiden. Hallo, einmal mit allem Mais, Käse, Schaf und Kräuter und Cocktailsoße bitte. Swiperino müsste eigentlich 600 Sekunden Timeout kriegen. Ich schwöre, wenn ein Mod kann, ehrlich. Sieht
alles sehr, sehr gut aus. Alles schön frisch, clean. Oha, Bruder. Die haben wirklich, die haben ein bisschen zu viel Soße. Die haben eine Soße. Wie heißt die? Honigsenf. Oder Senf. Ey, ich schwör, der hat mir gerade gesagt, Honigsenf nehmen. Wer? So ein Fremder hat mir gesagt, nimm mit Honigsenf. Die ist auch mega hier. Aha. Wie bitte? Wir haben gratis Bitterschnitten da. Am 30. Am 30. Ah, die haben da Gemüse im Spieß drin. Das Gemüse drin, ja. Ja. Schaut euch mal diese Menge an Soßen an. 1, 2, 3, 4, das sind wirklich 12 Soßen. Eigentlich sind es 13, da ist noch eine. Ich war schon in Eisdielen, da gab es weniger Auswahl. Okay, ich komme kurz rein. Wir versuchen einfach. Was geht, Chef? Alles gut? Wie heißt du? Abdi. Freut mich, ich bin Randy. Was für Soßen muss ich nehmen? Was sagst du? Bitte sag eine Soße. Ich habe eine Soße gesagt. Welche Soße? Honigsenf ist die beliebteste. Ich wär's sogar. Ich sag ehrlich, ich probiere bei dir. Ich probiere bei dir. Ja, ich probiere bei dir. Ich will was anderes probieren. Ich will was anderes probieren. Chat, wie ist die Verbindung? Ist Katastrophe, oder? Verbindung weg. Damn. Ihr checkt alle nur nicht. Ihr checkt alle nur nicht. Ich schwöre, ihr checkt nicht. Das ist das neue Twitching. Chat, ihr checkt nicht. Ich bin dieser andere Streamer. Bei mir, ihr müsst nicht sehen, ihr müsst nicht hören, ihr müsst nicht spüren. Ihr sollt einfach nur in den Bildschirm gaffen. Ich habe gerade drin mit Abdi geredet, mit dem Chef. Aber die Verbindung ist katastrophal. Mach für mich. Ich will mit Hummus und scharfer Soße. Keine Tomaten. Keine Tomaten. Und scharf. Ich sitze einfach gerade noch im echten Stream, stehe ich noch am Laden. Ich sitze schon seit 2 Minuten hier, Chat. Das ist crazy, der Delay. Dari. Also, das sind die 2 Döner mit 2 schönen Wasser. Ich schwöre, die sehen krass. Hast du Karotten im Döner, Karotten, Bruder? Karotten und Röstzwiebeln. Ja, Bruder, das bieten die an. Deswegen will ich den Laden so. Chat, der Mann muss sich schämen. Bro, du kannst doch nicht Röstzwiebeln in deinen Döner reinmachen. Auf jeden Fall, der nette Herr hat uns geschenkt. Ja, Bro. Oh, ja, wir lassen aber trinken. Aber ich hab's, wir gehen nochmal rein. Ja, wir gehen nochmal kurz rein. Ja, ja. W's in den Chat für Fedis Döner, Ladies and Gentlemen. Danke, danke. W's danke. In den Chat. W's in den Chat für Fedis Döner. Die haben Döner aufs Haus gegeben, Digga. Alles super, Abi. Wir sind live, gell? Alles gut. Wir haben Fleisch, wir haben Salat, wir haben Kraut, wir haben Petersilie ist es, sorry. Keine Tomaten? Doch, ich habe eine Tomate. Drin. Ah nee, das ist Paprika vom Fleisch. Hä? Ja, ja, ja. Was hast du aber alles drin? Also ich habe Honigsenfsoße, Kräutersoße, Rotkraut, Karotten und Röstzwiebeln. Rotkraut, Karotten und Röstzwiebeln. Von der Form. Ich sag dir ehrlich, Chat, das macht man eigentlich nicht, aber Hummus mit Fleisch schmeckt gut und wenn du mal kein Fleisch hast, hast du zumindest noch Hummus mit Brot. Ey. Hummus, keine Tomaten und ich bekomme 60 Sekunden. Ja, Istanbul wird krachen. Istanbul nehmen wir auseinander, Chat. Kann sein, dass ich dir 600 Sekunden Timeout geben muss. Schmeckt nicht verkehrt, schmeckt geil. Also auch für die YouTube-Community da draußen. Dieser Döner kostet 3,90 Euro und schmeckt nicht wie 3,90 Euro. Überhaupt nicht. Das Brot ist knackig. Ist ein super leckeres Brot, kratzt nicht und so, ist nicht zu fest. Das Fleisch merkt man, Salat ist frisch, Zwiebeln sind frisch, Kraut ist... Bruder, ja, ich hätte gedacht, dass ich diesen Döner nicht noch mal essen will. Ich werde mir noch einen bestellen gleich. Auch würde ich erstmal lieber. Scharfe Soße schmeckt auch krass. Er sagt zu mir 93, ich sag, okay. Bruder, ich hab das erste Mal da reingewisst. Ich hab schon... Du hast gedacht Freundschaftspreis, weil du schwarze Bart hast. Ja, Bruder, ja, ich bin sein Cousin. Ich hab schon viel teurere Döner und schlechtere Döner gegessen. Krank. Scharfe Soße, da will ich mir eine Flasche mitnehmen. Die ist richtig gut scharf, lecker. Das Einzige, was man halt merkt, Chat, ist der Querschnitt. Da ist schon noch mal ein bisschen weniger Fleisch, aber worüber wollt ihr euch beschweren für 3,90 Euro? Das fühlt sich an, als würde ich Geld bekommen, dafür, dass ich ihn esse. Boah, die scharfe Soße ist scharf, Bruder. Scharfe Soße ist scharf, Bruder. Nee. Ehrlich. Gehört Pizzaladen auch dazu? Ja, ja. Gehört Pizzaladen auch dazu, ja. Oder? Wir haben jetzt vor kurzem einen Pizzaladen dazu gekauft. Mhm. Und da können Sie eine Pizzaschnitte holen für 1,90 Euro. Aber das ist eine gute Pizzaschnitte. Holen wir. Holen wir dann.
Chat, sollen wir Pizzaschnitte holen? Ja, nein. Wir probieren für euch auch noch eine Schnitte, wenn ihr wollt. Ich sage euch ehrlich, den Döner, wenn ihr da reinbeißen würdet, ihr würdet nicht checken, dass das ein 3,90 € Döner ist. Nein. Der ist deutlich besser wie diese. Jeder günstige Döner, der so an einer komischen Stelle, zum Beispiel jetzt in München ist oder so, kann mit dem lange nicht mithalten. Wie viel Döner könntest du von dem essen? Zwei. Ich würde drei schaffen. Klar. Ding würde einfach 11 essen. Wenn wir Marathon gelaufen sind, kommen wir hierher, essen den Döner. Mhm. Der wird schmecken wie Ferhat. Mhm. Mein Bruder. Ey, ich schwöre dir, das ist ein guter Hab Döner. Ich schwöre, es ist lecker. Bruder. Ist richtig lecker. Ich habe gedacht so, weißt du, nichts. Der Preis ist 3,90 €. Ich habe gedacht, ich komme jetzt einmal hierher. Dann sage ich ihm so unter uns. Hast du nicht erwartet, gell? Habe ich nicht erwartet, dass es so schmeckt. Was ist das für eine scharfe Soße? Machen wir selber. Einfach selber? Kann man da nicht so eine kleine Flasche kaufen? Okay, ich muss hierher kommen, um sie zu essen, ja? Geil. Ich bin am überlegen, ob ich noch einen gleich esse. Ich oder wir probieren die Pizza. Oder wir Pizza probieren. Wir halten die Preise so niedrig, weil mein Vater ist Fleischgroßhändler. Mm. Deswegen kann ich mir... Ich war mir so zwei Zwischenhändler, weißt du? Deswegen macht Sinn. Okay. Und du machst es natürlich auch, dass die Leute hier einfach günstig Döner essen können noch, aber der noch schmeckt. Weil man findet wahrscheinlich noch mal für 3,90 € mit Getränk, aber er schmeckt katastrophal. Okay, geil. Finde ich geil. Bro, feier ich sehr. Man kann immer sagen, dass man etwas mehr Fleisch möchte, kostet nichts extra. Hat er geschrieben? Hat jemand geschrieben. Du kannst alles vom Tresen haben, also kostet gar nichts extra. Krass. Ich sage, wir haben sogar einen Stammkunden, er kommt einmal die Woche her, nimm wirklich alle Soßen. Alle Soßen? In einem Döner? In einem Döner alle Soßen. Das ist, ich habe gerade dieses Feeling, als wäre ich nicht in Österreich oder Deutschland. Ja, geil, weil du ist für so. Die, das ist wie wenn du in Istanbul Döner essen ja. willst. Du kriegst geiles Essen für das wenig kannst Geld. Das bewerten übermorgen, wenn du dort, oder morgen, wenn du dort bist. Hast da esse ich keinen Chicken Döner. Was sagst du, Döner oder Pizza? Pizza, komm. Komm. Pizza, holst du? Pizza. Hol ich. Ja, bleib da. Du hast eh noch Bargeld, oder? Ja. Tamam. Danke, Bruder. Hatti, was sagst du? Was sollen wir probieren? Welche? Was du willst, Bruder. Dankeschön. Was sagst du, Döner oder Pizza? Pizza, komm. Komm. Pizza, holst du? Hol ich. Ja, bleib da. Du hast eh noch Bargeld, oder? Ja. Tamam. Delay ist crazy, aber freut dich auf das YouTube-Video. Alan geht auf jeden Fall, schaut, da ist der Dönerladen. Alan geht ins Wort rein, holt Pizza. Hier ist so ein bisschen Bier und Wein. Ist eigentlich ein nicer Platz, um zu sitzen. Die junge Generation muss noch ein bisschen Respekt lernen. Ich bin immer so leicht, bin ich schon... Jungs, wenn ihr 12, 13 seid, kommt ihr nicht auf einen erwachsenen Menschen zu und zeigt mit Finger. Ich mach das nicht. Egal ob jünger oder älter, man zeigt nicht mit Finger auf Leute, mit Hand erhoben, wenn jemand sitzt. Müsst ihr euch merken. Höflichkeit ist das Wichtigste im Leben. Respekt ist das Wichtigste im Leben. Wenn ich mit älteren Leuten rede, sind meine Hände fast hinterm Rücken oder zumindest unten. Ich fuchtel nicht mit meinen Händen so rum und mach's. Das macht man nicht. Das ist respektlos, Chat. Bruder, was hast du mir für eine Pizza geholt? Was ist das? Was ist das, Bruder? Das ist Brokkoli. Das ist Melanzani. Kannst du mir noch eine Margarita holen? Oder setzt du dich hier nicht holen? Ja, okay, hol. Hat der Mann mir eine Brokkoli-Pizza geholt? Nee, die war für mich, die war für dich. Melanzani, noch schlimmer. Cher, ich wollte ein bisschen exotisch. Ich sag ehrlich, Brokkoli, stark. Also Jungs und Ladies, Gentlemen, Mädchen und Männer und Frauen. Ach, diese Pizza für 1,90 €. Ist ruft in meinen Augen. Ich weiß nicht, wer das weiß von euch, aber ich mag keine Tomaten und keine Zwiebeln. Aber ich mag Brokkoli halt, deswegen habe ich die halt genommen. So. Ich weiß, ich habe gerade da drin einen Zuschauer getroffen. Weißt du, was er sagt? Was? Ich so, ist die Pizza gut? Er so, ja, Bruder, weißt du, welche ich probieren muss? Rate, welche er gesagt hat. Sag ich ja, Bruder. Aber Bruder. Nee, ich esse keine Melanzani. Du isst die auch nicht. Isst du nicht? Nee, ich esse keine ich Melanzani. Ich esse sie. Du isst sie. Warum isst du kein Melanzani, Bruder? Ich mag keine Melanzani. Ich esse sie zum Schluss. Wir haben auf jeden Fall Cher, eine Margariti. Wir haben eine Salami mit Mais. Ich schwöre, das gibt mir Kindheitsvibes. Früher habe ich immer Pizza mit Mais gegessen noch. Hast du schon gebissen, oder was? Ja, ich habe probiert mit Chet. Geil, war lecker? Ich habe dem Chet gesagt, ich liebe Brokkoli. Oh. 1,90 € das Stück? 1,90 €, Bruder, schau dir das an. Ich komme öfter. Also du kannst wirklich hierher kommen? Schmeckt, schmeckt, schmeckt. Freut mich. Bist du der Bruder?
Der Cousin. Ah, der Cousin. Also Familienbetrieb, oder? Ja, ja. Sehr geil. Ja, Bruder, ich werde öfter kommen. Jetzt, ich habe keine Dates mehr, weil vielleicht bald vergeben. Aber wenn ich Dates habe, ich komme hierher, weil günstig. Günstig, günstig. Bruder, jetzt legen sie so viel auf, dass sie so meins neues verkaufen, nicht normal. Glaube ich, die anderen Geschäfte, hä? Ach so, okay, ja, verstehe ich. Ja, nicht die anderen Geschäfte, sondern die Kutsche. Warum regen sie sich auf? Vor der Übernahme war es ja um 1,50 Euro. Sie übernommen? Nein, die beschweren sich wegen 40 Cent. Glaube ich. Ah. Ist nicht normal. Also wenn sich jemand aufregt bei 1,90 für ein Pizzastück, er hat Probleme. Man kann sich ehrlich nicht aufregen. Das ist die Mannschaft gleich jetzt mit den Klimapreisen im Land. Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun. Ja. Das stimmt. Ich wollte auch gerade sagen, wenn du den Geisteskrank kommst, du mit 10 Euro hin und du wirst satt. Du, geh mal in ein Restaurant. Du wirst satt. Da kommst du nicht unter 60 Euro zu zweit. Ich komme aus der Türkei gerade. Ich war letzte Woche im Urlaub. Ich flieg morgen. Bist du wohl? Ja. Ich auch. Halt dich vom ägyptischen Markt her. Ja? Bruder, ich teuer, oder Türke. Was? Schau, ich bin Türke. Die Türken wollen sie abziehen. Weil die wissen, dass ich vom Ausland komme. Man sieht das den Leuten an, ja. Garev, ich hab das nicht gesagt. Ja, aber ich hab nicht mal mehr Hunger, aber irgendwie schmeckt das gerade einfach geil. Also, ich will jetzt nur noch mal sagen, ich hab gelesen, was ihr gesagt habt. Du musst Margarita nehmen, wieso nimmst du Brokkoli? Noch einmal. Bruder, geh weg mit deinem Brokkoli. Ich wollte was Exotisches und diese Pizza schmeckt sehr, sehr, sehr gut. Was rat mir. Aber ich finde es doch nicht viel. Ja, gell? Gibt's was nirgendwo? Ja. Ja, Bruder, warum gibt's das nirgendwo? Das macht keinen Sinn auf einer Pizza. Das schmeckt gut. Du hast es nicht probiert. Du isst auch selbe Pizza mit Ananas. Nein, das ist nicht, gell? Das macht man nicht. Ja, okay. Mit Ananas nicht. Ah, Mann, okay. Melanzani ist auch crazy. Ich habe einfach einen Döner und drei Stück Pizza gegessen. Ich bin so ein Fettschwein. Döner und drei Pizza. Bruder, das ist nichts. Ich habe vorher bei Mercedes gearbeitet, Kfz-Techniker. Mhm. Und ich habe zuletzt den geliefert. Wir haben noch den Lehrling. Er hat alles Morgen eine Familienpizza und eine Single-Pizza. Wir haben das nämlich geglaubt, dass das ist. Auf einmal, ich habe eine extra Pizza mitgebracht, als Geschenk so. Also gibt es doch Pizzaschnitt. Crazy, was manche Leute essen. Ja, nicht doch. Habt ihr in der Pizzeria scharfes Pulver? Scharfe Soße, scharfe. Scharfe Soße haben wir drin. Pulver ist nur drüben. Soll ich dir bringen? Nee, mich hat's nur interessiert. Ihr solltet eins zu euch rüber machen. Das ist eine Pizza, die du mit diesem Döner scharf essen kannst. Das ist lecker. Achso? Ja, wir haben selbstgemachte scharfe Soße auch. Ach so, ja, aber Pizza. Soße draufschmieren ist so. Das nimmt zu viel der Pizza. Achso, das ist überdeckt. Genau, wenn du so ein bisschen scharfes Pulver machst, dann ist geil. Eigentlich gute Idee. Glaub mir, das ist, ich weiß, dass viele keinen Alkohol trinken, aber ich trinke Alkohol. Wenn ich richtig einen Abend hatte, der ein bisschen drüber war, dann will ich in der Früh, wenn ich aufstehe, will ich genau so ein Stück Pizza. Ich will keine napolitanisch, ich will keine diese Übel. Ich will genau sowas. Das schallert gut rein. Weißt du, der Zweck ist auch, dass man wirklich satt wird von der Pizza, weil ja. Früher war es dünner, wir haben den Teig erhöht. Ja, ja, so die ist gut. Mehr Belag. Ja, ist gut. Die sitzt gut in der Hand. Weißt du, dass man mit zwei, drei Stück wirklich satt wird. Ja. Top, wirklich. Ja, du hast mir gegeben. Wer Pizza mit Spaghetti Carbonara isst, kriegt 600 Sekunden. So. Let's go. Bruder, wie heißt du nochmal? Momo. Alan. Momo. Hä? Momo, wer? Wir hatten. Bruder, wir lernen zu viele Momos gerade kennen, ich schwöre. Das ist alles Fake-Namen, ihr heißt gar nicht Momo. Mohammed. Ah, okay, siehst du? Chat, wir haben für das jetzt alles, weil wir die zwei Döner ausgegeben bekommen haben, 10 Euro bezahlt. Cerro. Vorsicht. Fast den Mann beim Essen gestört, Alan, ja? Bruder, Preis-Leistung. Preis-Leistung. Also, das war nicht. Top of the notch, ladies and gentlemen, auch für die ganze YouTube-Community hier hinter. War nicht top of the notch, aber war lecker. 3,90 Euro für ein Döner, hä? Die schreiben, zuerst hast du Stange umgehauen, jetzt den armen Mann, Bruder. Was ist los mit dir? Halt mal die Kamera, ich zeig dir was. Schau, manche Leute, zum Beispiel man sagt, ein Kollege steht hier und einer steht hier und die wollen jetzt so gehen, okay? Okay. Manche Leute gehen so los. Weißt du, wie ich meine? Und manche Leute gehen so los. Und ich bin ein Mensch, ich gehe so los. Und wenn du aber so losgehst, ist klar, dass du dagegen läufst. Ja. Mit Köpfchenarmen, ladies and gentlemen. Also ich werde heute Abend auf jeden Fall keinen Stream machen, Chat. Ich habe noch viel Arbeit. Morgen Abend, also morgen tagsüber, werde ich mit meinen Jungs ein bisschen noch Zeit verbringen, bevor ich nach Istanbul fliege. Auf ganz entspannt den ein oder anderen Drink zu mir nehmen. Wenn ihr das Video seht, dann ist Sonntag, 12 Uhr. Mein Nacken, ich kann nicht mal nach rechts. Ich kann nur so schauen. Schaut, wie Randy geht. Schau, wenn du ruf mich mal.
Rain. Ja. Einer dreht sich mit dem ganzen Körper. Ja, Bruder, es tut einfach weh. Super Sense. Bruder, mein ganzes ganzer Chat ist voll mit Super. Das ist alles, was ich nicht machen kann. Grüß dich. Wie geht's? Sonst alles gut? Ja, danke, deine Nachfrage. Hier, Ladies and Gentlemen, City Chicken. Bruder. Bruder, warte mal ganz kurz. Ja. Er hat einfach ein Menü. Nein! Big Baba 30 oder was? Er hat alles, Bruder. In Wien, er hat alles erreicht, Bruder. Scherr! Für 27. Bruder, die hätten auch 30 Euro machen können. Okay. Bruder, 30 Euro? Auf entspannt, Ladies and Gentlemen. Der Mann denkt an euch. Shoutout geht raus an Big Baba 30. So, Ladies and Gentlemen, ich bleibe jetzt noch hier ein bisschen länger aufgrund des Delays. Aber es war ein wundervoller Stream. Morgen werdet ihr mich leider nicht auf Twitch sehen, denn Randy hat morgen Geburtstag. Ich werde etwas trinken gehen mit meinen Boys. Wird eine Männerrunde. Oder was trinken gehen. Wir gehen 12 Uhr, 13 Uhr treffen wir uns, werden ein paar Drinks haben, auf entspannt. Am Abend fliege ich dann nach Istanbul. Und dann sehen wir uns frühestens, wenn alles gut geht, am Sonntag. Freut euch auf Sonntag, da werdet ihr das Video sehen. Ich habe gar kein Outro gemacht für Ding, für das YouTube-Video. Lasst gerne ein Like da, falls euch dieses Video gefallen hat. Falls ihr die E11 Streams nicht verpassen wollt, folgt gerne rein auf Twitch. Und lasst noch einen Kommentar da. Kuss. Glocke aktivieren. Glocke aktivieren. Lasst die Glocken, ein bisschen mit den Glocken spielen. Ich war lange weg, jetzt bin ich dran. Mit den Homies immer 6 wie eine VIP-Lounge. Mittelfinger auf dem Pick von einem Blitzer. Shit-Movies in 9-4 wie bei Pixar.